Herzlich willkommen zum Video. Mein Name ist Karl S., Gründer der Life Building Education Methoden. Und heute geht es um ein Thema, mit dem ich eine Hassliebe habe, und zwar Geld. Und zwar sprechen wir heute über die 33% Regel des Geldes, über die 33% Life Building Geld Regel. Warum habe ich eine Hassliebe zu Geld? Ich weiß noch ganz genau. Ich war 16 Jahre alt, wir sind nach Hause gekommen, meine Mutter und ich waren beim Einkaufen und sie hat einen blauen Airwaves Kaugummi gekauft. Und dann kamen wir nach Hause, mein Vater durchwühlt die Einkäufe, wie er öfter mal gemacht hat, hat dann angefangen rumzuschreien, du verschwendest schon wieder 80 Pfennig wegen diesen Kaugummis. Du verschwendest jeden Monat 5 Euro. Und ich dachte so, hey, was geht denn ab? Warum streiten die sich wegen Geld? Und dann war Geld für mich immer eine Quelle von Stress, von Druck, von Streit, von Sorgen, von Kummer. Und deswegen habe ich mir versprochen, ich werde das Geldproblem für mich persönlich lösen, für meine Familie lösen und dann dieses Wissen weitergeben. Und zwar einmal in YouTube, in Kursen, bei Mitarbeitern etc. Und jetzt schauen wir uns mal die Geldregel an, die ich entwickelt habe. Also, warum heißt es die 33% Regel? Eigentlich müsste es heißen, die 3 mal 30 und 10 Regel. Und zwar, wenn du Arbeitnehmer oder Selbstständiger bist, dann sollst du arm bleiben. Das heißt also, leb nur von 30% von dem, was du verdienst. Nehmen wir mal an, du verdienst 2100 Euro. Okay, dann werden 700 Euro das, wovon du leben sollst. Wohnen, Essen. Ich weiß, es hört sich wenig an. Aber du darfst erst das hier erhöhen, wenn du die Gesamtsumme erhöhst. Ich werde es gleich erklären. Dann 30% solltest du investieren. 30% solltest du investieren. In was investieren, fragst du vielleicht. Folgendes, und zwar, wenn du unter 10.000 Euro verdienst, sollst du höchstwahrscheinlich noch nicht in Immobilien oder in Vermögenswerte investieren, sondern erstmal in dich, in dein Business oder in einfachere Investitionen, wo man mit weniger Geld rankommt. Das heißt also, ich würde 10% in Bildung investieren, in Fortbildung. Das heißt also, das wären 210 bzw. 270 Euro monatlich. Dann würde ich die anderen 20%, dann würde ich die anderen 20% investieren ins eigene Business, in eine zweite Einnahmequelle oder in Dinge wie Gold, Silber, Aktien, Bitcoin. Ich wiederhole nochmal. Du sollst von 30% leben, also 700 Euro. Die zweiten 700 Euro sollst du investieren, und zwar wie folgt. Einen Teil, ca. 270 Euro, in dich selber, in Fortbildung, und dann den zweiten Teil, weitere 540 Euro circa, sollst du investieren in Dinge wie Gold, Silber, Aktien, Bitcoin. Okay? Um einfach gestreut zu sein. Stell dir mal vor, du tust 3 Jahre lang, immer jeden Monat, ein bisschen was in Gold, ein bisschen was in Silber, ein bisschen was in Bitcoin, bisschen was in Aktien, dann nimmst du immer einen Aufwärtstrend mit, so gut wie immer. Und dann 30% solltest du entweder als Steuer oder als Sparrücklagen bilden. Ja, 30%. Entweder sollst du sparen für die Steuer oder für Rücklagen. Und dann hast du noch 10%, das solltest du spenden oder mit Spaß haben. Ich teile es meistens auf in 5 und 5. 5 und 5. Okay? Und das bis 10.000 Euro. Wenn ihr den Kanal abonniert, dann werdet ihr in den weiteren Videos sehen, wie ich das Ganze mache. Wenn ich über 10.000 Euro verdiene, dann verändert sich die Strategie. Auch für Unternehmer ändert sich die Strategie. Ich spreche jetzt von Leuten, die zwischen 0 bis 10.000 Euro sind, Arbeitnehmer oder Selbstständige. So sollte sich das verhalten. Und ich persönlich, wenn jetzt ich beispielsweise mein Einkommen von 2.100 Euro erhöhen würde auf 6.000 Euro,
dann würde ich trotzdem noch relativ arm bleiben, weil ich würde meinen Lebensstandard nur von 700 auf 2000 Euro heben. Ich würde ihn nicht gleich auf 4000 Euro heben. Das ist ein Riesenfehler, den Menschen machen. Menschen heben zu sehr und zu früh ihren Lebensstandard. Du musst mehr investieren, mehr sparen, weil daraus entwickelt sich mehr. Das hast du zur Sicherheit, das kannst du ausgeben. Okay? Also ich würde wirklich nur das hier zum Leben, Wohnen, Essen, das hier für Luxus, Klamotten, Urlaub und so weiter. Das heißt also, wenn du jetzt hier 10% hast, dann sind es 210 Euro. Mach das mal 12 fürs Jahr, dann hast du 1500 Euro für einen Urlaub. Mehr nicht, weil meine Meinung ist ganz klar die, arbeit lieber die nächsten 3, 5 oder 8 Jahre oder 10 Jahre ohne Urlaub, um dann richtig Urlaub zu machen. Ich fliege jetzt nach Dubai, First Class, 5-Sterne-Hotel und ich mache den Urlaub richtig. Und davor habe ich ihn halt jahrelang gar nicht gemacht. Okay? Und dann, nächster Tipp, erhöhe dein Einkommen. Dein Einkommen muss hochgehen. Erhöhe dein Einkommen und schau, dass du wirklich 4 Konten machst. Ja? Ein Konto, wo 30% draufgehen zum Leben. Und wenn es weh tut, dann 30% gehen drauf zum Investieren, 30% als Rücklagen oder Steuer und 10% für Gewinn und Konsum bzw. Luxus. So schaut's aus. Das ist die Grundbasis. Macht erstmal das, schaut, wie viel Geld habt ihr und vor allem, Leute, macht den Geldtest. Ich habe einen kostenlosen Geldtest für euch entwickelt, den könnt ihr hier machen, um mal wirklich von A bis Z zu analysieren, wo ihr finanziell steht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist also meine 33% Live-Building-Geldregel. Das war Teil 1. Ich habe insgesamt 20 Teile. Die könnt ihr einmal hier auf meinem Kanal nach und nach immer mehr sehen. Dann natürlich auch den Geldtest machen und wenn ihr auch wollt, dann könnt ihr euch von mir coachen lassen. Ein Jahr 5000 Euro mehr Einkommen oder das Doppelte von dem, was ihr jetzt verdient, ist dort angepeilt als Ziel. Und in 5 Jahren die finanzielle Freiheit. Einfach hier schreiben, ich möchte finanziell frei werden. Dann bekommt ihr von meinem Team und von mir eine Antwort. Bis zum nächsten Video. Ciao.